Hamburg möchte Geld für Čabić ausgeben. 880.000. Ha! Deswegen habe ich den noch nicht auf den Markt gesetzt, weil die Ablöse so dermaßen hoch ist. Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Das war wahrscheinlich der Grund. So, ich habe eine Menge Geld auf der hohen Kante. Dafür kriegt man ja auch ein bisschen was. Das heißt, wir könnten unseren Stadionkomfort verbessern. Dann nehmen wir gleich ein bisschen Geld in die Hand. 1,3 Millionen. 4 Wochen. Und der Komfort ist gut. Genau. So, was kann man noch machen? Die Gesamtkapazität erhöhen. Wir bauen noch ein paar Stehplätze rein. 100.000. Gehen wir 800.000 aus. Dann haben wir 25.000 Stehplätze und dann ist gut. Ja, machen wir so. Und dann, ab dann gibt es nur noch Sitzplätze. Na klar. So. 14 Wochen. Jetzt haben wir ordentlich Geld in den Wind geblasen. Und hoffen mal, dass wir das hier irgendwie überstehen. 8. Spieltag. Gegen wen? Und Aufstellung korrigieren, weil wir haben ja einen verletzten Spieler gehabt. Ist aber durch. Gut. Dann wollen wir mal. Cabanas verletzt. Na, das reißt er hier nicht ab. Lagerblom. Ist Linkfuß, wissen wir schon. Können wir direkt auf die Position setzen. Eine Gegenchance. Wie sieht's aus mit Köln? Was macht Köln? Scherz kriegt dann die erste gelbe Karte. 45. Minute. Kein Tor. Podolski, ein Tor. Wunderbar. Aber wir setzen jetzt lieber voll auf Lushi. Oh, ein Gegentor. Und? Ist das möglich? Ist das möglich? So, die erste, nicht Niederlage, aber das erste Unentschieden. Am 8. Spieltag. 9. Spieltag. Was bringt uns der 9. Spieltag? Er bringt uns Werder Bremen. Heim. Stärke 75. Die sind gut. Und wir gucken nach einem neuen Sponsor. Nein, wir haben noch einen Monat, bis der Monat zu Ende ist. Und das ist nicht mehr lang. Okay, das ist danach. Dann die Aufstellung korrigieren. So, was macht die Form? Könnte besser sein, ist aber, glaube ich, im Schnitt wieder gestiegen. Was macht die Erschöpfung? Ach, dann kann ich auch gleich wieder komplett draufsetzen. Sehr gut. 1-0, Ikeng. Mathe, Vorlage von Podolski. Alushi vergibt leider. Okay, 2-0, klasse. 17:1 Punkte, 19:2 Tore. Finke ist verletzt und Čabić, Hamburger SV, ist wieder an Čabić interessiert. Ja, nee, ich glaube, ich nehme den runter. Das ist einfach keine Option. Der ist... Čabić ist zwar 33, aber der hat halt ewig Vertrag und den muss ich jetzt durchziehen. Ne? Helmes ist der einzige, den man runterschmeißen könnte. Oder eben Scherz und Podolski, aber das sind meine besten Leute hier. Ja, dann schmeißen wir Helmes raus. Ja, der kostet ja nichts. Brauchen wir nicht rausschmeißen. Das lassen wir alles so.
Jetzt, obwohl wir erst den 30. haben, aber so ist es dann halt. Nee, das ist keine Option hier. Auf geht's, 10. Spieltag. Auswärts gegen Wolfsburg. Ich habe nicht alle Spieler aufgestellt, anscheinend. Sieht ziemlich übel aus im Mittelfeld. Die Frage ist, gehen wir jetzt auf Sturm? Spielen wir so? Ne, wir spielen doch sonst so, oder? Versuchen wir es mal so. Auswärts gegen Wolfsburg. Und 1 zu 0, Juan. Drei Stürmer jetzt vorne. Wir sind sehr auf Angriff getrimmt, um unser Mittelfeld ein bisschen zu entlasten. Achso, ja, unser Torwart ist ja auch verletzt. Deswegen spielt Manuel Neuer. 1-1. Alushi kriegt eine gelbe Karte. Das hätte nicht sein müssen. Aber es sieht noch immer gut aus von den Punkten. Wir haben 6 Punkte Vorsprung. Und der Europapokal steht an. Ach nee, Finke ist ja doch da. Habe ich jetzt richtig gesehen, dass alle wieder da sind? Nee, er ist immer noch verletzt. Dann gehen wir doch lieber die offensivere Variante an oder die defensivere. Wir gehen auf Defensive. Podolski ziehen wir eins zurück. Und den setzen wir eins vor. Und dann gucken wir mal, was hier passiert. Noch 2 Wochen, noch 13 Wochen. So, ach so, und nächste Mal auch einfach nach Sponsoren gucken. Sponsoren fehlen ja noch. Vielleicht kriegen wir einen über 70.000. Und 1-0 auswärts. Alpay, sehr gut. Und wieder ein Gegentor im Europapokal. Standard Lüttich hat schon das zweite Tor gegen uns geschossen. So, Nürnberg. Nürnberg ist weiter. Sehr schön. Köln ist natürlich weiter und Bremen sieht weiter aus. Ja, das ist auch schön zu sehen. Gegen wen treten wir an? Gegen AG Auxerre. Elfter Spieltag gegen Unterhaching. Da sind wir deutlich stärker. Wir gucken uns an, was die zu bieten haben. Nein. Nein, wollen wir alles nicht. Heim. Okay, es wird nicht ausverkauft sein. Und wir können wieder unser Standardprogramm machen. Denn unser Spieler ist nicht mehr verletzt. Ja, nur 21.000. Mal sehen. Ich glaube, ich gehe mit der Intensität auch wieder runter. Das hatte dem nicht schlecht getan. Die Stärke ist natürlich runtergegangen. Und unsere erste Niederlage am 11. Spieltag. So. Wir spielen gegen den HSV. Ja, auswärts. Alles beim Alten. Auf geht's. 36.000. Nicht schlecht. So ein Stadion hätte ich auch gerne. Aber das kommt ja bald. 0 zu 0 zur Halbzeit. Und Köln kassiert ein Gegentor. Wird es reichen? 2 zu 0. Das sieht übel aus. Oha. 1 zu 2. Nein, hat nicht gereicht. Köln ist aus dem Pokal ausgeschieden. Unerwartet, aber so schnell kann es gehen.
Der Stadionkomfort ist verbessert. Das heißt, kommen jetzt mehrere Leute wieder ins Stadion. Wir werden es nicht erfahren. Wir spielen gegen Mainz 05. Und auf geht's. Zwei Chancen, kein Tor. Jetzt aber. Scherz mit seinem fünften Tor diese Saison. Beim Europapokal bin ich noch immer etwas entspannter, weil ich ja zwei Spiele da habe. Und beim DFB-Pokal ist halt nur ein Spiel, ne? Ist halt ärgerlich. Oh nee, und in der 90. Minute ist er noch verletzt. Rabic kommt rein und wäre schön, wenn er noch ein Tor gemacht hätte. Okay, da kann man definitiv höher gewinnen. Nur gegen Nürnberg können wir auch ein bisschen mehr Geld nehmen, glaube ich. Die sind schon recht stark. Haben wir irgendwas mit dem Transfermarkt zu tun? Nö. Naldo, 21 Jahre, Abwehr. Ich glaube, einen Torwart würde ich nehmen oder sowas, um den hochzuziehen. Wenn es da einen günstigen gibt. So, Sponsoren hatten wir gerade erst geguckt. Da hat ja keiner mehr Interesse. Doch, da. Jetzt hier. Nee, ist klar. Ist klar, ihr wollt alle nicht mit dem ersten Platz zusammenarbeiten. So. 23 Euro gegen den zweiten Platz. Was brauchen wir? Ein Schnitt von 25? Nee, 31. Ein Schnitt von 25 haben wir. Ausverkauft. Köln erste Chance. Köln zweite Chance. Auch vergeben, Podolski. 10. Minute, dritte Chance. Immer noch vergeben. Da, 1:0. Gambino. Schon 4 Chancen und es sieht schlecht aus. 5 Chancen, kein Tor. 6 Chancen, ein Tor. Entschuldigung, ich rede Quatsch. Nürnberg hat eine krasse Abwehr anscheinend. 8 Chancen, ein Tor. Aber immerhin, es hat gereicht. Ein Tor mehr als der Gegner geschossen. Und ja. 14. Spieltag am 28. Oktober. Wir spielen auswärts gegen Erzgebirge Aue. Ich habe gar keine Lust, bei den Sponsoren zu gucken. Wir gucken mal hier, was hier passiert. Juan Alushi und Inkeng, das sind alles Mittelfeldspieler. Wo sind die Stürmer? Fragen Sie sich, frage ich mich auch. Setzen wir mal über die Flügel ein bisschen weiter vor. Ein bisschen Variation. Cabanas, gelbe Karte. Erzgebirge Aue hat die erste Chance. Na, was ist da los? Eins. Erzgebirge Aue schießt den Ausgleich und legen sie jetzt noch eins drauf. Natürlich, was ist da los? Hoha, 3:1 verliert Köln gegen Erzgebirge Aue. Ah ja, 5 starken Unterschied ist nicht viel. Der zweite kommt näher und das ist Hertha BSC. 15. Spieltag. Wir gucken wieder kurz auf unsere Aufstellung, ob alles okay ist. Es sieht eigentlich alles okay aus. Den setzen wir trotzdem wieder runter. Ein blödes Experiment, sage ich jetzt. Das sieht echt nicht gut aus. Na dann los. Ach ja, ich bin immer noch bei 23 Euro. Und Dortmund als Gegner. Los Köln, macht mal ein paar Tore. Der Schwung vom Anfang der Saison ist weg. Wo ist er hin?
Was macht die Trainingsintensität? Wir setzen wieder ein bisschen hoch. Also ein bisschen sehr. Ja, der DFB-Pokal, schade, schade. Dann hoffen wir mal, dass... Gegen wen sind wir rausgeflogen? Gegen Hamburg. Und Hamburg kommt weiter. Dann hoffen wir mal, dass wir gegen Hamburg weiterkommen. So, ich kann mich nicht erinnern. Gegen wen war das? Ach ja, AJ Auxerre. Okay. Heim. Preis lassen wir so. Auf geht's. Schön ausverkauft. Aber Auxerre hat die erste Chance. Auxerre hat die zweite Chance. Sind wir eigentlich voll aufgestellt, liebe Leute? Oder haben wir da irgendwo eine Lücke drin? Nee, wir sind gut aufgestellt. Also, Köln, los. Atuba. Scherz, sehr gut. Bloß nicht zu viel reinkriegen. Sonst wird es schwer in der Rückrunde. Gerade auswärts. Auxerre ist gut. Ist Köln besser? Ja. Sehr gut. Alpay. Sehr gut. 4:2. Podolski. Podolski zeigt sich mal wieder. So mag ich ihn. Ist ja schließlich ein großer Name. Gegen Energie Cottbus. Kurz mal wieder die Ausstellung. Das übliche Geklickere. Und los geht's. Da passiert nicht viel. Zwei Chancen für Köln bisher. Wann kommt die Chance mit dem Tor? Das kann doch nicht sein. Nein! Komm Köln, Ausgleich. Fünf Chancen, kein Tor. Leute, was ist da los? Was ist da los? Und wir haben unseren ersten Platz verloren. An die Hertha aus Berlin. Da habe ich ein bisschen schnell geklickt. Wir sind immer noch eine Top-Mannschaft. Allerdings nicht gut genug. Und wir sind auf der Suche nach Sponsoren. Und da ist einfach nichts. Oh, 63? Nein. Wir hatten vorhin 70er. Also Stadionkomfort hat schon ein bisschen was gebracht, finde ich. Wir haben größere Auslastung. Wir spielen jetzt natürlich auch gegen stärkere Gegner gerade. Aber ich würde sagen, hat trotzdem was gebracht. Hamburg, gegen die sind wir im Pokal rausgeflogen. Also zurzeit sieht es wieder nicht gut aus, aber Hertha hat auch nicht gewonnen. Europapokal, 4:2 gewonnen im Hinspiel. Cool, Mann, verkaufen sie wieder. Der ist aber schlecht geworden, glaube ich. Lassen wir alles so stehen. Und gegen AJ Auxerre. Und ein Tor weniger als der Gegner reicht aus, um zu gewinnen. Wir versuchen natürlich lieber ein Tor mehr zu schießen. Nicht gut, nicht gut. Komm Köln, komm. Das ist spannend, das ist spannend. Oh, Glück gehabt. Verdammtes Glück gehabt. Nürnberg muss in die Verlängerung. Köln ist weiter. Bremen ist weiter. Schön. Gegen wen treten wir an? Gegen Olympique Lyon. Olympique Marseille ist noch drin. Und ja, das wird noch ein Spaß werden hier. Starke Gegner. Finke hat sich wieder verletzt. Und der letzte Tag vor der Winterpause.
Gut, oder auch nicht. Ach, Quinke ist schon wieder fertig. Zerrung ist schon wieder vorbei. Das ist okay für mich. Letzter Tag vor der Winterpause. Was haben wir? 2,2 Millionen. Autschi, das wird übel aussehen nach der Winterpause. Was sagt unser Stadion? Abgesehen davon, dass wir hier mal runtergehen mit dem Preis. 4 Wochen noch, bis der Ausbau fertig ist. Und dann gehen wir mit dem Preis nochmal runter. 18. Spieltag. Gegen wen sind wir als erstes angetreten? Auswärts gegen Hertha. Oha. Erster Platz. Da muss was passieren. Los, Leute. Auf geht's. Ausverkauft. Warum habe ich den Preis runtergesetzt? Komm, Köln. Ihr müsst da mal ein Tor schießen. Ein Sieg ist wichtig. Das Wichtigste, was es gerade gibt, gegen den Ersten ein Tor schießen, wenn man Zweiter ist. Oh, Leute. 3 Chancen, kein Tor. Das war ja eher Ergebnisverwaltung. Unangenehm. Ja, die Stehplätze sind abgeschlossen. Sehr schön. Und Rot-Weiß Erfurt ist an Finke interessierend. Na, den könnt ihr doch gar nicht bezahlen. Gucken wir mal. Nein. Ich habe noch 700.000 auf dem Konto. Das reicht mir aus. Okay, der Stadionausbau ist abgeschlossen. Das heißt, wir können hier auch mit dem Preis runtergehen. Wir gehen mal auf 19 Euro runter. Gucken uns an. Wir brauchen einen Schnitt von 38.000, den wir nicht haben können. Aber ist besser als vorher. So, wir hatten halt ja auch keine Einnahmen. Da, 78.000. 2 Jahre. Sehr gut. Das ist das, was wir wollen. Okay. 5 Monate, 5. Okay. Dann gucken wir auch gleich nochmal, was es uns hier, was wir jetzt haben. Benötigter Schnitt nur noch 35.000. Gut. Aufstellung. Wo ist unsere Abwehr hin? Letztes Spiel gegen Freiburg gewonnen. Sind sie noch unser Angstgegner? Ist jeder Gegner ist unser Angstgegner, sage ich ja. Es kommen keine Tore mehr. 7 Sieht nicht gut aus. Aber wir haben wieder Stärke 80. Das ist schön zu sehen. 3 Unentschieden in Folge. Wow. Oder 4 Spiele in Folge nicht gewonnen. Kann man auch so sagen. Ich nehme die Intensität wieder raus. Das hat am Anfang letzter Saison auch gut geklappt. Und wir spielen weiter. 20. Spieltag. Zuschauer. Und 1:0. Sehr schön. Van der Heiden. Mensch. Das erste Mal, dass ich ihn sehe. 3:0. Das gibt doch wieder Hoffnung. 4:0. Alushi schießt auch mal wieder ein Tor. Sehr schön. Und wir haben uns gerade auf den ersten Platz geschossen. Sehr gut. Oh, Hertha ist abgerutscht. Und Bremen hat auch noch ein Spiel. 21. Spieltag. Auswärts gegen Borussia Mönchengladbach. Letzte Saison haben wir ja mit gute Siegesserie hingelegt, die ersten 7 Spiele gewonnen. Darunter war auch Gladbach als Gegner. Und jetzt, wie sieht's aus? Schaffen wir das? Ja, sehr gut. Podolski mit seinem 8. Tor diese Saison. Natürlich bei weitem nicht alle in der Liga geschossen. Wir werden einfach mal kurz gucken. Was sagt unsere Torschützenliste? Inkeng, Alushi und Juan. Podolski hat 4 Tore geschossen. Na, die Verteilung sieht nicht so gut aus. Okay, Europapokal gegen Olympique Marseille. Olympique Lyon. Okay. Gegen Olympique Lyon, auswärts.
Wir werden einfach mal aufstellen neu und fürs Beste hoffen. Kommt schon, Köln. Wir sind schließlich letztes Jahr auch Europapokalsieger geworden. Im UEFA Cup. Nürnberg liegt gut vor. Und ein Auswärtstor wäre schon brillant. Da ist es. Eking. Naja, immerhin ein Tor. Nürnberg hat einen schwierigeren Start mit einem 1-1. Und Bremen ist auch noch drin. Hat aber verloren. So, DFB-Pokal. Hamburg will rausfliegen. Hamburg fliegt raus.